Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der neuen Winterschokolade von Aldi Nord. Und es gibt auch noch eine dritte Sorte, ihr Lieben. Schaut mal, drei Winterschokoladen von Aldi Nord. Hammer, oder? Ich dachte, das lasse ich mal so ein bisschen auf sich wirken. Winterschokolade à la Zimtsterne. Winterschokolade Orangencreme mit Stückchen von Mandelkrokant. Und Winterschokolade à la Spekulatius. Hier sind auch Keksstückchen drin, genauso wie hier. Und die habe ich heute im Aldi Nord gekauft, weil ihr mir auf Instagram heute einen Tipp geschickt habt. Schau mal bei Aldi, da gibt es gerade so coole Winterschokolade. Aber Aldi Nord, ich dachte so geil. Bin ich direkt heute in den Aldi gestapft und habe mir die Schokolade besorgt. Ich habe sie aber erst gar nicht gefunden. Deswegen kleiner Tipp von mir, die steht direkt am Eingang in der Aktionsware. Ihr kommt rein, links. Ich glaube, es ist bei jedem Aldi so ein bisschen ähnlich, oder? Aktionsware war auf jeden Fall bei meinem Aldi, war die links. Und dort stand die Schokolade. Ich bin also dreimal dran vorbeigelaufen. Ich hatte es auch schon aufgegeben. Dann stand ich an der Kasse. Vor mir stand eine nette Frau und hatte genau diese Schokolade auf dem Band. Dann habe ich nur mal ganz kurz gefragt, Entschuldigung, wo haben Sie die Schokolade hier gefunden? Und die hat mich dann beraten, netterweise. Und so ist auch ein nettes Gespräch entstanden. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch Leute, wir müssen eigentlich viel mehr miteinander reden. Da kann man auch mal in der Kassenschlange, wird es auch angenehm, wenn man mit den Leuten einfach mal so quatscht. Und das war wirklich sehr lieb. Haben wir uns ein bisschen über Schokolade unterhalten, dunkle Schokolade, Vollmilchschokolade, was gut schmeckt und so weiter. Das war echt cool. Hat Spaß gemacht. Nein, die kannte nicht den Junkfood-Guru, bin ich mir ganz sicher. Es war einfach so ein nettes Gespräch. So, womit fangen wir denn jetzt an? Oh, das ist schon ein bisschen gebrochen hier leider. Winterspekulatius? Ja, oder? Ich habe mal Bock. Spekulatius ist dieses Jahr so eine gängige, trendige Sorte. Deswegen muss ich die jetzt mal einfach als erstes probieren. Preis im Aldi Nord 69 Cent. Ich finde ja Schokolade und Aldi, das ist für mich immer eine Liebesgeschichte. Weil ich finde, Aldi kann Schokolade richtig gut. Bei Scholetta muss ich immer so ein bisschen an Schogetten denken. Und wenn ich das Sternchen sehe, denke ich immer, die sind auch so ein bisschen inspiriert, oder? Wie Schogetten, als wären sie wie Schogetten in einer Reihe. Ich beiße jetzt erstmal ab. Wow, so eine weiße Füllung drin. Alter Falter, das schmeckt wirklich sehr weihnachtlich. Also krass nach Spekulatius-Gewürz. Kriegt sich eher weniger. Es ist ein bisschen Crunch dabei. Es ist eine Creme mit einem leichten Crunch. Aber sehr, sehr intensiven Spekulatius-Gewürz. Deswegen ist es gut, dass ich hier im Wasser habe. Nur ein bisschen neutralisieren jetzt. Geschmacklich hält es, was es verspricht. Es ist aber nicht so wie die Rittersport-Spekulatius, wo man noch einen richtigen Keks drin hat. Das gibt es ja nicht. Orange mit einer etwas dunkleren Schokolade kommt zum Schluss und krokant. Ich mache weiter mit der Winterschokolade à la Zimtsterne. So. Schauen wir mal. Die mache ich jetzt mal auf. Und bin gespannt, wie die schmeckt. Am Ende des Videos gibt es natürlich Zutaten und Nährwerte. Das ist mein allererster Scholetta-Test, Lieben. Ich finde es auch echt wirklich, ich muss es nochmal sagen, ich habe ja im Schokoregal davor bei Aldi gestanden und dachte so, meine Güte, wie viele krasse Sorten Schokolade gibt es eigentlich bei Aldi. Mosa Rot, dann diese anderen Winterschokolade hier mit Spekulatius, nochmal diese Riegelchen, Vanillekipfel und es ist echt unglaublich. So. Scholetta hier mit. Dann esse ich ja eigentlich gerade Zimtsterne. Auch hier, genauso wie das andere, so eine Creme ist es gefüllt. Aber nicht so intensiv. Bei weitem nicht so intensiv. Und das Spekulatius-Gewürz. Und wir sind ja mittlerweile auch Zimtexperten. Ferrero Küsschen Zimt, nehme ich mal als Maßstab, ist krasser. Schmeckt zimtiger. Zimtgeschmack eher dezent. Ich glaube, das würden sogar Leute mögen, die kein Zimt mögen. Obwohl, warum sollten die Zimtschokolade essen? Aber Zimtgeschmack sehr dezent. Vielleicht etwas dezenter, wenn man damit Zimtsterne, das sind ja Kekse, so ein bisschen simulieren wollte. Und wie gesagt, leichter Crunch, eine milchige Creme mit einem Hauch von Zimt. Ist okay. Ich bin gespannt, wie die Orangencreme schmeckt von Scholetta. Naja, Obst und Schokolade finde ich nie so toll.
und gar nicht Orange, aber die Kombi hier, und da habe ich mich auch mit der Frau in der Kassenschlange unterhalten, dunkle Schokolade, das mit Frucht ist schon wieder ein bisschen cooler. Finde ich nämlich auch, weil das ergänzt sich vom Geschmack her eigentlich ganz cool, weil die herbe, dunkle Schokolade und dann die Süße der Frucht ist schon eine coole Konstellation. Mhm. Hier ist die Creme etwas weicher und die orangene Note kommt direkt durch. Und tatsächlich habe ich so einen leichten Erfrischungsstäbchen, Flashback, aber auch mit so ein bisschen winterlichem Gewürz. Mmh. Es schmeckt wie Erfrischungsstäbchen, nicht ganz so süß, aber von Erfrischungsstäbchen kenne ich diese dunkle Schokolade plus Orangennote. Und jetzt als winterliche Weihnachtsschokolade, Winterschokolade ist es ja, finde ich es geil. Schmeckt es richtig lecker. Dies auf dem zweiten Platz, ihr Lieben. Ich gebe dir jetzt auf dem zweiten Platz die Winterschokolade Orangencreme. 8 Punkte, finde ich echt lecker. Sehr, sehr gut gelungen. Auf Platz 1, nee, die Zimtstände sind nicht auf Platz 1. Auf Platz 1 die Spekulatius-Schokolade wegen dem intensiven Geschmack. Echt gut gelungen. 9 Punkte für die Scioletta Winterschokolade à la Spekulatius mit Keksstückchen. Aber es ist eher Crunch, ihr Lieben. Keks schmecke ich da nicht so raus. Crunch, ist es crunchiger. Also, und die Zimtsterne. Da fehlt es so ein bisschen an Zimtgeschmack, muss ich sagen. Da hätte man mehr Zimt reinmachen müssen. Deswegen 7 Punkte für diese Sorte. Bitte mehr Zimt. Orange, positiv überrascht, 8 Punkte. Und 9 Punkte für Spekulatius. Das war's mit der neuen Aldi-Schokolade und dem Junkfood-Guru. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.